Guten alle da draußen und danke, dass ihr das super tolle neue Video eingeschaut habt. Hier ist wieder Konso mit Hyperlight Drifter und das natürlich in Farbe und Bunt. Wir finden die ganze Zeit Geheimnisse, finde ich ziemlich geil und haben jetzt auch schon fünf Schlüsselteile, ganz genau, fünf Schlüsselteile. Und ich hoffe, dass auch demnächst, wenn ich die Part hochgeladen habe, mir Leute da auch Tipps geben, was es mit diesen weiteren Illuminati Dingern auf sich hat. Aber yeah. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, warum ich gerade hier bin. Das sieht aus wie ein fucking Boss. Okay, ich muss mich jetzt mal gerade richtig hinsetzen. Hoffen, dass die Sonne jetzt nicht so hart in meine Fresse scheint. Und ich glaube, das ist ein fucking Boss. Gibt es hier auch optionale Bosse? Oh fuck, ich habe Angst. Ich habe Angst. Oh mein Gott, das ist der Boss. Oh mein Gott, der Philipp. Nee, 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 nee. Achso, die Gegner kommen nicht außen. Okay, wir können uns nur auf ihn konzentrieren. Ich dachte, die Deppen von außen kommen auch noch. Oh mein Gott. Oh. Hallo, hallo. Ich will... Bam, bam, bam. Woohoo. Woo. Yeah, nice. Okay, okay, okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Oh mein Gott. Was ist der Boss? Warum ist der Boss auf einmal hier? Ah, das ist sogar in der Dreier-Tür gewesen, nicht in der Vierer-Tür. Du Bastard, Alter. Okay, da können wir ihn treffen. Das heißt, wir müssen immer ganz ruhig ausweichen und dann müssen wir ihn da treffen. Ich bin gerade ziemlich nervös. Das ist der erste Boss, den ich hier habe. Ich glaube, das ist doch die Krähe, oder? Die wir töten sollten. Die Idee. Oh mein Gott. Geht rein. Komm in die Mitte. Komm in die Mitte. Mach wieder deine Missgeburten-Typen, genau. Okay. Wir hätten uns killen sollen, Mann! Scheiße! Aber die verrecken ja auch von den Dingern, gell? Nee, die verrecken aber nicht, nee. Okay. Wow! Fuck you! Okay, es läuft, es läuft, es läuft! Meine Fresse. Ich soll meine Fresse halten und mich einfach konzentrieren. Der wird auch immer stärker. Ich will nicht wissen, was für eine Form der noch erreicht. Okay, okay, okay. Heilen, schnell. Au! Du Bastard! Oh, ja, jetzt lief gar nichts mehr. Jetzt habe ich gerade echt Scheiße gebaut. Ich soll einfach nur abhauen und nur warten, dass er in die Mitte kommt. Sonst werde ich getroffen. Oh mein Gott! Komm in die Mitte! Nein! Nur ein Leben. Ah! Fuck! Ich bin voll nervös, ey. Egal, den machen wir platt. Ich hoffe, ich habe noch meine drei Leben. Habe ich hier noch? Meine drei Medipacks? Den machen wir platt. Ah, nein! Egal, wir haben ein paar Hitpoints abgezogen. Oh, dieser Assi, ey. Jetzt... Fuck, ey, Alter, ich. Wo mir gerade das einfällt. Wir müssen auch drauf schießen immer. Okay, 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 läuft, läuft gerade. Wir haben gut Schaden schon mal gemacht. Zack, 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 weg. Und die müssen wir töten, damit wir Schüsse kriegen. Ja, der hat jetzt gerade geknallt. Nein, fuck! Wir müssen einfach mal ein bisschen darauf achten, dass die Dinger erstmal unter uns sind. Dann können wir, dann machen die erst Schaden. Guck. Wir können also wunderbar ausweichen. Fuck, jetzt habe ich auch sie geschossen. Das tut mir sehr leid. Oh Mann, ey, das Treffen ist echt Kotze. Fuck, ich hätte nicht reingehen sollen. Ich wollte mir Schüsse ziehen, snacken. Okay, okay, konzentrier dich. Nein. Okay, gesagt. Nee, wir gehen auf Nummer sicher. Wir wollen keinen extra Schaden kassieren.
Das ist die, scheinbar die weitere Form. Okay. Okay, 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 alles noch gut. Wir haben ihn gerade nicht gut. Der macht das die ganze Zeit, bis man zu ihm geht, oder was? Oh mein Gott, ja! Yeah! Guck mal, das was dunkel ist in ihm. Alter, wir haben den Endboss beim zweiten Mal geknallt. Wir hätten ihn wahrscheinlich beim ersten Mal sogar geknallt. Oh, ich war voll nervös, ey. 5 Minuten, nicht mal 6 Minuten vom Part vorüber und ich hab den Boss gekillt. Du Motherfucker, Alter. Dass hier der Boss ist. Ey, komm ehrlich, das hätte doch keiner von euch gedacht, oder? Wir gehen jetzt kurz noch zurück. Weil. Hier war noch irgendwo ein Health Pack, eigentlich. Okay, haben wir nicht. Egal. Oh mein Gott, wir haben den ersten Boss hinter uns. Ich weiß halt nicht, ob das wirklich der richtige Boss ist, aber wir haben auf jeden Fall einen Boss hinter uns. Oh, mein Herz klopft, 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 klopft. Dafür auf jeden Fall schon mal einen dicken Daumen bis zum Himmel, meine lieben Damen und Herren. So, was kriegen wir jetzt hier noch? Wir kriegen wieder eine Waffe. Wir kriegen wieder eine Waffe. Ja, ich nehme erstmal das mit. Wir kriegen wieder eine Waffe. Oh mein Gott, geil. Warum liegt der aber Typ hinter dem? Swap Guns. Jetzt weiß ich, was B ist. Ich habe vorhin nicht gefragt, was B ist. Zeig mal. Oh, damn. Warte mal, das zieht aber Schüsse, oder? Guck mal, 2 Schüsse noch. Nee. Doch, warte mal, 3. 1 Schuss. 0. Ah, okay, es zieht also Schüsse. Okay, okay. Ist wahrscheinlich ein Revolver, damit wir durch mehrere Gegner gleichzeitig schießen können. Oh mein Gott. Geil, ich hätte lieber eine Schrotflinte gehabt, aber oh mein Gott, ich bin zufrieden. Der Part ist jetzt schon beste Part bisher. Oh mein Gott, ich hoffe wirklich, dass ich das Mikrofon nicht total totgeschrien habe. Also, dass man noch was hört. Was hat das denn jetzt gerade? Okay, was ist das jetzt? Können wir jetzt aktivieren? Okay, aktivieren es mir. Zack. Wow. Oh shit, das ist glaube ich einer dieser 4 Dinger, die wir im Intro gesehen haben. Kurz mal einen Schluck Wasser trinken. Nice. Alles klar. Sieht sehr nice aus, dankeschön. Achso, nee, hier kommen wir wieder runter. Nee, 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 geh mal zurück. Kann jetzt sein, dass diese ganzen Dinger jetzt auf sind. Hier, die hier. Dann können wir zu diesem einen, wo wir doch diesen, ihr wisst doch unten, diesen Geheimgang, wo doch, wir dachten, dahinter wäre ein Boss. So ein Vieh, was mit dicken Schritten gelaufen ist. Da gucken wir auch noch nach. Oh mein Gott, wir haben den Geheimgang noch links. Wir haben jetzt hier noch die Vierertür. Wir haben noch 2 weitere normale Fragmente, die wir finden können. Ah ne, hier wollte ich gar nicht hin. Warte mal, ich wollte hier oben zum Vierer-Ding hin. Da. Oh mein Gott. Was war denn das jetzt gerade eben, bitte? Egal, wir haben es voll. Wir können doch so viel machen, ey. Hä? Das Ding braucht voll. Guck mal. Ach so. Guck mal, das braucht die vollen. Da können wir also ganz am Ende hin. Und da gibt es wahrscheinlich auch irgendwas. Okay. Wir könnten jetzt in die Stadt uns was Neues holen, aber ich scheiße einfach mal drauf. Ich will jetzt gerade noch keine Updates, noch keine Upgrades. Wir gehen jetzt erstmal hier in den Geheimgang wieder rein. Ey, das Spiel ist echt schön. Ich liebe es, wenn man in Spielen so Geheimgänge hat und irgendwas Neues finden kann. Nicht wie im gammeligen Zelda, wo man sich irgendwann denkt, wow, toll, ich habe ein Geheimnis gefunden, was kriege ich dafür jetzt? 10 Rubine. Das hat mich bei Zelda schon immer gestört. Gerade bei den neueren Teilen. Mein Lieblingspart ist ja immer noch A Link to Past. Was ja der Simon Kretschmer von Rocket Beans derzeit zockt. So. Wo war die Stelle? Hier war die Stelle, genau. Für die Leute, die es nicht wussten, hier kann man nämlich runtergehen. Dann ist hier ein geheimes Ding. Dieses Vieh rennt da lang und da ist noch ein geheimer Weg. Ne, hier unten ist ein geheimer Weg. Hier, genau. Und dann waren hier immer die Treppen und da bin ich immer noch nicht lang gegangen. Deswegen gucken wir gerade mal, was es hier noch gibt. Auf jeden Fall mega geile Atmosphäre wieder. Okay, wo kommen wir jetzt hier hin? Mal gucken, ob hier hinten irgendwas ist. Nee. Okay. Optionale Bosse würde ich echt feiern. Immer alles abchecken. Ist ganz wichtig.
Oh mein Gott! Wir sind im Anfangsgebiet. Okay. Was bringt uns das jetzt? Wir sind wieder ganz am Anfang. Da war nämlich hinten so ein Eingang, wo du da am Husten bist und gerettet wirst. Vielleicht ist da noch irgendwas. Ich habe einfach auch gar nicht nach Geheimnissen geguckt, fällt mir gerade ein, gell? Nö. Hier gucken wir gerade mal ein bisschen, ob hier vielleicht irgendwo noch ein Geheimnis. Das sieht aus wie ein Geheimnis. Nee. Sieht alles aus wie ein Geheimnis. Warum sind wir jetzt wieder am Anfang? Bin ich der Einzige, der den Geheimnis gefunden hat, oder habt ihr den auch gefunden? Wenn ich irgendwelche Geheimnisse übersehe, irgendwelche wichtigen Geheimnisse, dann sag mir das bitte. Das wäre sehr wichtig. Okay, wir laufen einfach hier lang und gucken, ob am Ende dieses Anfangsgebiets jetzt doch wieder irgendwas Neues ist. Ich würde es ja hart feiern. Ach, die geht da wieder. Die schon 3 Schaden machen. Stirb. So, zack. Irgendwas mal. Das habe ich mich letztes Mal schon mal gefragt, ob es hier irgendwas gibt, wo man nochmal wieder hin kann. Also zum Anfangsgebiet, das habe ich mich letztes Mal schon mal gefragt. Weil da nämlich am Ende, wo wir da gesagt, um mich jetzt wieder zu wiederholen. Hier, was ist das? Da ein komischer Gang ist. Also, oder so ein Gebäude, wo man reingehen kann, auf jeden Fall. Da ist hundertprozentig irgendwas. Hier als Speedrunner kannst du hier von neben den Schalter direkt aktivieren, ohne das Ding zu zerstören. Dafür sparst du 1-2 Sekunden. Yeah, yeah, yeah. So, zack, zack, zack. Ah, das waren unsere ersten Gegner, wo ich Angst hatte, das weiß ich noch. Okay. Wo ich jeder aufs Maul bekommen habe. So, das Vieh. Weil diesen Roboter, den ihr gesehen habt, den hat man eigentlich auch als Boss gesehen. Ach so, das ist schon aktiviert, okay. Im damaligen Trailer hat man so ein Vieh als Boss gesehen. Vielleicht kommt ja auch noch irgendwas. So, genau, warte mal, hier kommt jetzt der Aufzug, dann sind wir da runter in diesen Wald oder so gekommen, mit dieser Klippe. Und danach sind wir dann angehustet worden. So, was haben wir hier? Nix, okay. Ich wette, hier ist noch irgendwo was. So typisch Backtracking-mäßig. So. Zack. Ja, ja, das kennen wir schon. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir nachher auf diese fliegende Insel da oben drauf kommen. Seht ihr das? Dass wir da oben dann irgendwie den letzten Endboss oder irgendeinen Kram haben. Könnte ich mir sogar vorstellen. Das habe ich mir letztes Mal schon mir gedacht, aber nicht gesagt. Oh. Kann man hier lang? Nein. Kann man da lang? Okay. So, wir lassen jetzt mal überraschen. Hier ist auf jeden Fall der Regen weg. Wo sind wir denn eigentlich jetzt gerade? Immer noch im Gebiet, ja, wir sind immer noch im Gebiet. Da, guck mal. Oh, 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 was denn hier jetzt? Hier könnte ein Boss sein. Sieht sehr nach Boss aus. Die Tür sah auch sehr nach Boss aus. Wir lassen uns überraschen. Hallo? Okay. Oh, 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 was ist das? Da oben ist wieder irgendjemand. Oh, guck mal, wir haben so ein Schlüsselteil gefunden. Scheinbar. Wir haben Schlüssel gefunden. Hä? Ich kann das Ding nicht aktivieren. Oh mein Gott, wir haben den super geheimen Ort gefunden. Wisst ihr noch die eine Tafel, die wir aktiviert haben? Wo das ein Hologramm kam und dann war diese Schrift, die wir nicht lesen konnten. Dieses komische... Ja, ihr wisst, was ich meine. Dieses Ding da. Und guck mal, hier sind noch 16. 16 Plätze sind hier. Wahrscheinlich, wenn wir die alle aktivieren, können wir das Ding aktivieren. Oh mein Gott, wie ich sowas liebe. Ihr könnt in die Kommentare schreiben, ob das sich lohnt, ob es da irgendwas Cooles gibt, aber bitte nicht spoilern, was es ist. Das ist ja geil. Ich liebe es, irgendwie, wie gesagt, so Geheimnisse zu finden und da irgendwie hier zu looten, zu leveln, Alter. Okay. Das ist wahrscheinlich auch noch ein geheimes Ziel. Mega geil. Wo kommen wir jetzt hin?
Okay. Lass mich raten, an diese komischen vier Statuen. Oh nein. What the fuck? Wo sind wir denn jetzt? Ach, wir sind in der Stadt. Aber in einem geheimen Ort. Von der Stadt. Nice. Dankeschön. Okay, wer bist du? Okay, du redest nicht. Alles klar. Jetzt sind wir wieder hier. Alter, das ist gerade voll mein Fuck. Gut, aber wenn euch der Part gefallen hat, einen dicken Daumen bis zum Himmel. Ganz wichtig, schön kommentieren. Bitte keine Spoiler, aber Tipps könnt ihr mir schon geben und Tricks. Und wenn es euch besonders gefällt, dann könnt ihr es natürlich auch mit euren Freunden teilen, wie ihr Bescheid wisst. Also, haut rein, bis zum nächsten Part. Mit Hyperlight Drifter und eurem Konsole. Haut rein!